Als nächstes hat Herr Gerntke das Wort von den Linken. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin ja noch relativ neu hier im Parlament. Wenn ich das richtig verstehe, dann kann man ja solche Entschließungen entweder mit Ja oder mit Nein oder mit Enthaltung befassen. Ich hätte jetzt eigentlich vorgeschlagen zu sagen, nicht Befassung wegen politischer Irrelevanz. Also die Frage ist ja, wenn wir das beschließen, was passiert dann? Und wenn wir es nicht beschließen, was passiert dann? Und mein Eindruck ist, in beiden Fällen passiert nichts. Und das ist zu wenig. Wenn Sie sagen, Sie wollen die überregionalen Radverbindungen ausbauen und die Bedeutung für die Verkehrswende ist vorhanden, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber dann frage ich mich, warum machen Sie das nicht? Und der Maßstab, den Sie hier anwenden, ist zu sagen, wir vergleichen uns mit der Situation von vor einigen Jahren. Und da haben die Vorgänger ja nichts gemacht. Soweit ist nicht ganz falsch. Aber insoweit kann man sich dann natürlich auch gigantisch steigern. Denn von null eine Steigerung zu erzielen, ist jetzt nicht übermäßig aufwendig. Sondern interessant wäre ja eher, und wenn es bei einer Entschließung klar ist, kein Gesetzesentwurf, wenn es um eine politische Orientierung gehen würde. Aber ich kann hier auch bei angestrengtem Lesen eigentlich überhaupt gar keine politische Orientierung erkennen. Sondern die Frage wäre ja nicht, sich daran zu messen, was hat man vor einigen Jahren nicht gemacht, sondern eher, wenn man über begrenzte Mittel verfügt, wie man dann diese Mittel verwenden will. Und dann wäre ja beispielsweise das Fahrrad auch mit anderen Verkehrsträgern zu vergleichen. Und wenn wir beispielsweise insgesamt über 10.000 Kilometer Bundes- und Landesstraßen haben und jetzt feiern, dass 100 Kilometer Rad in die Projektierung genommen werden, dann sind doch die Relationen klar. Wenn 330 Millionen Euro für Bundes- und Landesstraßen in 2021 ausgegeben worden sind und hier reden wir jetzt über Millionchen im Radverkehr, dann ist doch klar, um welche Relationen es hier geht. Und insofern kann ich sagen, ja, ich habe schon in dem Antrag viel Gutes und auch viel Neues gelesen. Aber das Gute war nicht neu und das Neue war eben nicht gut, weil es völlig allgemein geblieben ist. Und letztlich gibt es ja verdammt viel zu tun. Aber mit dem vorliegenden Jubelantrag der Koalition, denke ich, wird das eben nicht entsprechend abgebildet. Also wir als Linke, wir unterstützen die Hauptforderung der Kampagne für ein Volksbegehren Verkehrswende in Hessen. Wir wollen breitere Gehwege, sichere, fußgängerfreundliche Straßen. Wir wollen mehr und bessere Radwege und ein hessenweites Radnetz. Und wir wollen ein flächendeckendes Liniennetz für Bus und Bahn mit kürzeren Fahrzeiten und besserem Takt. Und da muss man dann entsprechend Ressourcen anders zuteilen, als das bisher der Fall gewesen ist. Und dann reden wir über Milliarden und nicht über Millionchen. Und für uns muss eine Verkehrswende Mobilität für alle Menschen ermöglichen. Und das alles ist untrennbar verbunden mit der Frage von Mobilität als sozialer Teilhabe. Und umso wichtiger ist es, ganz im Sinne des Volksbegehrens ökologisch nachhaltige Mobilität zu stärken. Und da wäre dann eben das Fahrradfahren sicherlich ein Teil. Und da es beim Fahrradfahren ja auch darum geht, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten, verstehe ich gar nicht, dass die Regierung davon so wenig hält. Danke. Als nächstes bitte ich nun Herrn Gagel von der AfD ans Rednerpult. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Letztens hatte ich einen Traum. Ich hatte den Traum, dass hier im Hessischen Landtag ein Entschließungsantrag beschlossen wird, der da heißt, 2022 wird ein weiteres Rekordjahr für Hessens Verkehrsinfrastruktur. Ich träumte Hessens Investitionen in marode Brücken, Schlaglochpisten wie in der früheren DDR
und fehlende Umgehungsstraßen erreichten nicht nur nominal, sondern auch real, damit inflationsbereinigt, neue Rekorde. Ich träumte, dass die Umgehungsstraßen, die seit 20, 30 oder 40 Jahren hier im Hessenland geplant sind, die hessische Bevölkerung besonders im ländlichen Raum durch Lärm und Abgase quält, endlich realisiert werden. Doch dann schlug ich hart auf den Fakten schwarz-grüner Regierungspolitik und las die Überschrift des aktuell vorliegenden Antrags. 2022 wird ein weiteres Rekordjahr für Hessens Radverkehr und Radinfrastruktur. Welch eine Enttäuschung, meine Damen und Herren. Ich fragte mich, ist dies eine bürgernahe und problemorientierte Lösung hessischer Verkehrsprobleme? Und die Antwort ist einfach, meine Damen und Herren, sie ist es nicht. Es ist vielmehr ein weiterer Antrag aus der Feder der Grüninnen hier im Hessischen Landtag, der die vollkommene Abgehobenheit linksgrün ideologischer Politik von den tatsächlichen Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen der breiten Bevölkerung illustriert. Warum ist das so? Das Verkehrsmittel Fahrrad spielt nur eine marginale Rolle im innerstädtischen Bereich und auf dem Land gar keine. Schaut man sich nämlich den Modalsplit an, so sieht man, dass das Fahrrad insgesamt eine minimale Rolle spielt und die Bedeutung des Autos herausragend viel höher ist und während oder wegen Corona sogar noch zugenommen hat. So ist der Anteil des motorisierten Individualverkehrs von 78,4% im Jahr 2019 auf 85,5% im Jahr 2021 sogar noch gewachsen. Im ersten Corona-Jahr 2020 lag der Anteil sogar bei 87,5%. Der Anteil des Fahrrads am Modalsplit der Flächenbundesländer oszilliert irgendwo zwischen 6 und 15%. Selbst das Umweltbundesamt spricht in einer Lobeshymne auf das Fahrradfahren im März 2021 davon, dass von den täglich in Deutschland zurückgelegten 257 Millionen Wegen mit 3,2 Milliarden Personenkilometer nur 11% der Wege und gerade mal 3% der Personenkilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Nur 3%. Und das ist den regierungstragenden Fraktionen hier im Hessischen Landtag einen Entschließungsantrag wert, der gerade mal 97% der in Hessen zurückgelegten Personenkilometer gar nicht berücksichtigt. Und dafür loben Sie sich auch noch selbst. Was das Thema zurückgelegte Personenkilometer mit dem Fahrrad betrifft, habe ich gestern Ihre Pressemitteilung zum Stadtradeln gelesen, Herr Al-Wazir. Jetzt wollen Sie mit einem auf das Rad weiterentwickelten Wanderpass die gefahrenen Kilometer noch ein bisschen erhöhen. Ich schätze, es wird Ihnen irgendwie gelingen, aber nur ein bisschen, nämlich sehr marginal. Meine Damen und Herren von der CDU, Sie haben verdammtes Glück, dass die Presse hier über Ihren Sattgrünen einem Anstrich im Landtag so wenig berichtet. Denn Sie sind es letztendlich, die diese ganze grüne Fahrradfantasie angesichts massiver Infrastrukturprobleme mit Straßen und Brücken doch tatsächlich auch noch mittragen. Um es noch einmal deutlich zu sagen, 97% der in Hessen zurückgelegten Kilometer im Verkehr adressiert Ihr Entschließungsantrag gar nicht. Und die Radfahrer, die jetzt Radkilometer sammeln sollen, werden das dann vielleicht auf 96,99% senken. Ich habe nichts gegen Radfahren. Ich finde es auch toll, dass Radinfrastruktur ausgebaut wird. Aber haben wir nicht wirklich andere Mobilitätsherausforderungen? Müssen nicht die Prioritäten dort gesetzt werden, wo der meiste Verkehr Hessens tagtäglich abgewickelt wird? Und genau das geschieht leider nicht, Herr Al-Wazir. Während die Autofahrer durch immer mehr politisch motivierte Verkehrsbehinderungen in Hessens Großstädten immer länger im Stau stehen, bedienen Sie hier mit Ihrem Entschließungsantrag grüne Radfetischisten und kümmern sich nicht wirklich um die größte Gruppe der Verkehrsteilnehmer, nämlich die Autofahrer. Es gibt leider inzwischen unzählige Beispiele, auch und gerade in Hessen, wo grüne Verkehrspolitik den Autoverkehr immer stärker behindert, weil zum Beispiel Fahrradwege auf Kosten der Autofahrspuren eingerichtet werden. Anwohner in Wohnstraßen werden durch Stauumfahrung beeinträchtigt. Das hat mit CO2-Einsparung dann gar nichts mehr zu tun. Wie die MID-Studie auch bestätigt, ist der motorisierte Individualverkehr gerade mal nur für 18% der CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, 82% sind andere Verursacher als das Auto mit Verbrennungsmotor.
Laut Informationen der Bundesregierung sank der Treibhausgasausstoß des Verkehrssektors von 164 Millionen Tonnen CO2 im Jahre 1990 auf 146 Millionen Tonnen im 2020. Und das, obwohl das Verkehrsaufkommen seit 1990 um 60% gewachsen ist, meine Damen und Herren. Der Rückgang an Emissionen ist sicher den vielen technischen Verbesserungen zu verdanken, mit denen die Automobilindustrie unermüdlich den Ausstoß von Treibhausgasen durch die Verbrennungsmotoren reduziert. Auch die Umweltbilanz dieser Fahrzeuge ist besser als die von E-Fahrzeugen, deren Batterien zu 90% mit chinesischem Kohlestrom hergestellt werden. Von den knapp begrenzten seltenen Erden, die für E-Akkus nötig sind, ganz zu schweigen. Dass der Enthusiasmus für das Fahrradfahren im Herbst und in den Wintermonaten rapide abfällt und der Anteil am Modalsplit eher dann im einprozentigen Bereich rangiert, also quasi in die verkehrspolitische Bedeutungslosigkeit, brauche ich eigentlich kaum zu erwähnen. Natürlich unterstützt die AfD das Fahrradfahren als gesunde Freizeitaktivität. Und auch wir erkennen an, dass mit dem Aufkommen von E-Bikes vermehrt Personen Fahrrad fahren und auch längere Wegstrecken zurücklegen, die das sonst nicht tun würden. Aber das Ganze hat doch nur ein sehr, sehr begrenztes Potenzial, meine Damen und Herren. Was gerade aber in Hessens Städten passiert, ist eine Unverschämtheit gegenüber den Autofahrern, gegenüber Gewerbetreibenden, gegenüber den Lieferverkehren. Die jetzt einspurige Verkehrsführung der Friedberger Landstraße in Frankfurt, mal als Beispiel, wegen der Einrichtung eines sehr breiten Radweges führt diese Maßnahme zu massiven Staus und Umfahrungen im gesamten Nordend Frankfurts. Die Anwohner stöhnen und die Autofahrer flogen jeden Morgen im Berufsverkehr. Handwerker aus dem Umland lehnen Aufträge in der Stadt ab, wegen der chaotischen Stausituation und der fehlenden Parkplätze. Meine Damen und Herren, das ist nicht bürgernah, das ist falsche Politik. Bürgernahe Politik würde helfen, die echten Probleme der Bürger zu lösen und sie nicht noch zu vergrößern. Deswegen nennen wir Ihre Fixierung auf das in der Gesamtbevölkerung marginal wichtige Fahrradfahren abgehoben. Sie bedienen Ihre grünen Stammwähler und die Kaffee-Latte-Schickeria, die für alle Fälle neben dem Fahrrad noch den Porsche Cayenne Hybrid in der Tiefgarage stehen hat. Und E-Autos und Lastenfahrräder werden von Ihnen mit massiven Steuergeldern geführt, die genau diese Personengruppe auch noch subventioniert. Eine solche offensichtliche Klientelpolitik lehnt die AfD ab, und deswegen lehnen wir auch Ihren Entschließungsantrag ab. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Ach ja. Der Herr Gagel. Ach, auf dem Eierlikörchen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Radfahren ist im Alltag angekommen, und es ist gut, dass wir auch im Plenum des Hessischen Landtags mitten im Winter über Radverkehr in Hessen reden. Und ich kann das nur begrüßen. Und offensichtlich, das hat die Debatte gezeigt, ist das auch dringend nötig, dass wir noch einmal über den Radverkehr reden. Und wenn ich Ihnen das einmal sagen darf, Stichwort Freizeitverkehr, und das ist genau der Unterschied, Radfahren ist im Alltag angekommen. Und wenn Sie sich auch einmal, heute scheint die Sonne, auch im Winter mal umschauen, dann stellen Sie fest, dass nicht mehr nur die ganz harten Sportlerinnen und Sportler auch im Winter mit dem Rad unterwegs sind, sondern, ich wiederhole es, dass Radfahren im Alltag angekommen ist. Da trägt vieles dazu bei. Da trägt sicherlich auch dazu bei, dass die Elektromobilität im Bereich des Radverkehrs als allerersten Bereich wirklich den Durchbruch geschafft hat. Auch
andere Möglichkeiten schafft, andere Distanzen hinzubekommen. Also, Sie merken wirklich, da ändert sich etwas. Woran sich nichts ändert, ist, dass die Opposition im Hessischen Landtag schlechte Laune hat. Das ist schade. Das ist schade, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber auch da gilt, Bewegung hilft, manchmal sogar dabei, die Laune zu verbessern. Und Herr Gagel, ich muss es jetzt mal sagen, Sie sind mir das erste Mal vor etwas über 3 Jahren aufgefallen durch ein Sharepic auf Facebook, Baden mit Bekleidung, nicht mit uns. Ich hätte nicht gedacht, dass die AfD sich so für FKK einsetzt. Aber wenn es Ihnen hilft, können Sie auch gerne nackt radeln. Das ist mir egal. Hauptsache, Sie verbessern Ihre Laune, Herr Gagel. Sie verbessern Ihre Laune. Gut. Also, wir haben seit über 30 Jahren in Hessen. Und da waren wir gut. Da waren wir gut. Da waren auch die Vorgänger gut in meinem Amt. Will ich ausdrücklich sagen, in diesem Bereich. Haben wir die beschilderten europäischen, nationalen und hessischen Radfernwege. Die waren aber vor allem auf den Radtourismus ausgerichtet und vor allem auf die Freizeit. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir hier die ersten Debatten über die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität geführt haben, über die Frage, dass wir auch Fördermittel für die Kommunen bereitstellen, um an dieser Stelle dazu zu kommen, dass wir diesen Bereich ausbauen. Und ich kann mich vor allem auch noch gut daran erinnern, Herr Kollege Naas, wie mein Vorgänger im Amt hier minutenlang sich in der Haushaltsdebatte über einen Verkehrsminister lustig gemacht hat, der sich mit Nahmobilität beschäftigt, für sozusagen Radfahren und zu Fuß gehen. Ich weiß es noch wie heute, wie das hier war. Das war für damals die Freidemokraten irgendwie so etwas wie ein Verkehrsminister, der sich mit Radfahren und zu Fuß gehen beschäftigt, so etwas wie ein vegetarischer Metzger oder so irgendwas, was irgendwie nicht zusammenpasst. Und ich kann Ihnen sagen, es ist einfach unglaublich viel passiert in den letzten Jahren. Vielen Dank. Und übrigens hat mir Kollege Boddenberg neulich erzählt, dass es inzwischen auch vegetarische Metzger gibt. Selbst das gibt es inzwischen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn es mich wundert. Wir haben gemeinsam mit den Kommunen dann in der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität 2019 das Radhauptnetz entwickelt. Und Sie kennen das alle vom Autofahren. Das hat sich über 100 Jahre entwickelt, dass es eine Abstufung gibt. Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen. Aber das genau gibt es eben im Radverkehr bisher nicht, beziehungsweise gab es nicht. Und dieses Netz wurde entwickelt. Und natürlich muss man dann Schritt für Schritt daran arbeiten, dass aus diesem Netz, was man dann in Anführungszeichen entwickelt, auch wirklich reale Wege werden. Aber genau das ist die Arbeit, die wir begonnen haben und die wir mit viel Kraft und Energie fortsetzen. Und da wird 2022, ich füge es wirklich hinzu, ein Rekordjahr werden, was die Mittel angeht, die für diese Zwecke bereitstellen. Und wir haben da Abschnitte in der Baulast vom Bund, vom Land, von den Kommunen. Und ja, 88% der bisherigen Radwegeinfrastruktur sind in der Baulast der Kommunen. Deswegen ist es doch völlig in Ordnung, dass wir zusammenarbeiten, dass wir Zuschüsse geben und dass wir jeden an seiner Stelle dabei unterstützen, in einem solchen Bereich voranzukommen. Und ich füge das ausdrücklich hinzu. Wir wollen an dieser Stelle gemeinsam Qualitätsstandards, Musterlösungen der AGNH, die wir entwickelt haben, dafür sorgen, dass es qualitativ hochwertige, sichere und damit attraktive Infrastruktur für den Radverkehr gibt, weil das gehört dazu. Wir brauchen da auch wirklich gute und sichere Infrastruktur. Hessen Mobil hat auf Initiative meines Ministeriums 2020 erstmals damit begonnen, den Zustand der Radwege des hessischen Radhauptnetzes und der Radfernwege, das ist insgesamt eine Länge von 4.300 Kilometern, sowie der Radwege an Bundes- und Landesstraßen systematisch zu erfassen. Das gab es vorher nicht. Das hat noch nie irgendjemand gemacht in 75 Jahren. Und auch das trägt dazu bei, dass die Kommunen eine solide Grundlage für Investitionsentscheidungen bekommen. Wir haben seit diesem Jahr erstmals eine Unterstützung der Kommunen mit einer landesweiten Datenbank bei der wegweisenden Beschilderung der Radwege. Das ist auch eine Form von Digitalisierung. Es mag für Sie völlig unbedeutend erscheinen, aber ich finde es beeindruckend, wenn es damit gelingt, bei einer Meldung über ein defektes Schild
die Bestellung für den Ersatz des Schildes quasi per Knopfdruck gleich mit erzeugen zu können. Auch das ist eine Form der Veränderung der Herangehensweise, wie Hessenmobil arbeitet, und Hessenmobil übernimmt dabei die Koordination der Daten. Wir werden in diesem Jahr rund 270 Dauerzählstellen an Straßen und Radwegen einrichten, mit denen die Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer erfasst wird, weil wir sehen wollen, auch an so einem Bereich, wie ist der Bedarf, wie wird angenommen, wie verändert sich Infrastruktur, was hat das für Wirkungen auf die Nutzung. Auch da stellen wir das den Kommunen bereit. Die Zählstellen stellt das Land eben auch für die kommunalen Abschnitte, und die Kommunen kümmern sich im Gegenzug um den Unterhalt. Und wir machen das gemeinsam mit den zahlreichen anderen Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität. Und ich will das an diesem Punkt auch mal sagen. Trotz der Pandemie wurden im Erfahrungsaustausch und die Wissensvermittlung im Rahmen der AG Nahmobilität fortgesetzt. Dank der Online-Seminare und Sprechstunden konnten wir die Aktivitäten zur fachlichen Unterstützung sogar noch ausweiten, weil das sozusagen einfacher im Zugang war. Wir freuen uns trotzdem wieder, wenn wir uns dann auch in echt sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir sind uns natürlich völlig einig, dass fachliche Unterstützung alleine nicht ausreicht. Und deswegen haben wir die Förderung des Fuß- und Radverkehrs mit der Nahmobilitätsrichtlinie auf ein neues Niveau gehoben. Und auch da will ich mal sagen, als wir die erstmals hatten, Zuschüsse für die Kommunen für diesen Bereich, da sind wir 2017 mit 4 Millionen Euro gestartet. Wir sind inzwischen bei 15,5 Millionen Euro. Dazu kommen noch die Landesmittel des Mobilitätsfördergesetzes. Wir haben die Fördermittel des Bundes mit dem Sonderprogramm Stadt und Land. Und diese Anträge stellen sich nicht von selbst, sondern da hat Hessenmobil stark daran gearbeitet, dass wir die schnell stellen, dass wir die Kommunen dabei unterstützen. Und wenn wir das unter dem Strich zusammenrechnen, kommen wir insgesamt auf 85 Millionen Euro, die in Hessen aus Bundes-, Landes- und Fördermitteln sozusagen für die Kommunen und die kommunalen Anteile in diesem Jahr bereitstehen. Und das ist so viel wie noch nie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genau das ist die Veränderung, von der ich gesprochen habe, dass nämlich wirklich am Ende vor Ort etwas passiert. Und ja, es ist angesprochen worden, wir haben eine eigene Abteilung für Mobilität und Radverkehr bei Hessenmobil Anfang 2021 eingerichtet. Strukturen geschaffen, um Schienenverkehr, ÖPNV, Netzkonzepte, Rad- und Fußverkehr, auch Verkehrssicherheit noch stärker als vorher zu bearbeiten, weil in einem Punkt unterscheiden sich Radwegeprojekte überhaupt nicht von Straßenprojekten. Sie brauchen bestandskräftiges Baurecht. Und da, Herr Kollege Naas, da finde ich, muss ich jetzt mal wirklich sagen, also Schublade leer, als ich kam. Schublade leer. Wir sind da formal im Landesstraßenbau, hatten wir 4 Millionen Euro. Real wurden 2 Millionen ausgegeben. Wir werden dieses Jahr bei 13 Millionen sein für die begleitenden Radwege an Landesstraßen. Und natürlich ist das so, dass das Geld alleine nicht reicht, sondern dass am Ende auch wirklich Planerinnen und Planer braucht, die sich eben ausschließlich der Planung von Radwegen widmen, damit es in diesem Bereich vorangeht. Die haben wir 2020 noch einmal zusätzlich geschaffen mit der Taskforce Radwege. Da liegt noch viel Arbeit vor uns. Aber Sie werden sehen, dass das jetzt sukzessive weiter nach vorne geht. Weil wenn man anfängt zu planen, dann gibt es irgendwann Baurecht, dann hat man die Mittel bereit und dann passiert es. Und ich kann mich noch wirklich ganz genau daran erinnern, wie wir in einer kursorischen Lesung saßen und Sie gesagt haben, welche Radwege sind denn da im Planungsprogramm? Und ich habe gesagt, Steinbach-Eschborn. Und Sie haben mir damals gesagt, das wird doch nie fertig so schnell, wie Sie das planen. Das ist, ja, ja. Und ich habe Ihnen gesagt, warten Sie es ab. Sie werden ihn radeln können. Ich freue mich dann drauf, Sie zu sehen auf diesem Radweg von Steinbach in Richtung Eschborn. Ich freue mich drauf, Herr Naas. Wissen Sie, weil das Problem an der Geschichte ist, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ehrlich gesagt, wer es am Ende tut, ist egal. Wer es am Ende tut, ist egal. Hauptsache, es passiert was. Und deswegen will ich Ihnen sagen, wir machen die Radwege in unserer Baulast. Wir unterstützen die Kommunen dabei, an dieser Stelle auch wirklich
für ihre Bereiche aktiv zu werden. Und wir sind gemeinsam mit den Kommunen in Kooperation, damit auch Radwegeprojekte an Landesstraßen schnellstmöglich kommen. Und wenn die Kommunen das machen und wenn sie das planen und wir ihnen diese Kosten ersetzen, dann ist das doch am Ende gut, weil den Leuten ist doch wurscht, egal, ob jetzt Hessen Mobil geplant hat, ob die Kommune geplant hat. Sie wollen, dass am Ende Baurecht da ist und der Radweg fertig wird. Und das ist doch am Ende das, was zählt. Wir haben, letzter Punkt. Ja, wir haben aktuell über 200 Radwegeprojekte an Landes- und Bundesstraßen im Planungsprogramm von Hessen Mobil. Und ja, natürlich, auch da, das hat was damit zu tun, dass man das erst einmal auffährt, dass man sich sozusagen einen Planungsvorrat schafft. Aber ich bin sicher, dass wir auch da, und da will ich Ihnen wirklich sagen, wenn wir uns insgesamt betrachten, was da passiert, ist ein Paradigmenwechsel vorhanden. Und deswegen habe ich mich am Ende sogar über die Rede des Kollegen Naas gefreut. Weil vor 5 Jahren haben sich die Freien Demokraten noch über das Radfahren lustig gemacht. Und jetzt sagen sie, es geht nicht schnell genug. Also auch da kann ich nur sagen, wie gut, dass sich am Ende die Welt verändert hat und man das auch, also nicht die schlechte Laune hat sich verändert, aber das, worüber geklagt wird, ist jetzt was völlig anderes geworden. Also haben wir gemerkt, es hat sich wirklich was gedreht. Und ein letzter Punkt. Ja, die Fahrradprofessuren, da können wir stolz drauf sein. Wenn die Bundesregierung 7 Stiftungsprofessuren ausschreibt und 3 davon nach Hessen gehen, dann müssen wir irgendwas richtig gemacht haben. Und ich erwarte mir auch von diesen Stiftungsprofessuren, dass wir auch da wirklich nicht nur sozusagen in der Realität, sozusagen beim Bauen, sondern auch, dass Hessen in diesem Bereich zu so etwas wie einem wissenschaftlichen Schrittmacher bei der Verbesserung des Radverkehrs in Deutschland wird. Ich kann mich an einen der ersten Nahmobilitätskongresse erinnern. Da war eine Fahrradprofessorin aus den Niederlanden da. Damals haben noch alle große Augen gehabt. Guckt dir an, die Niederlande. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, sind 3 Fahrradprofessoren auch in Hessen da. Sie werden sehen, es bewegt sich. Es bewegt sich nach vorne. Radeln Sie mit, dann wird auch Ihre Laune besser. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Also, wir haben jetzt folgende Lage hier. Wir haben einmal die Kurzinterventionsmeldung von Herrn Dr. Naas. Dann hat er eigentlich noch 1 Minute 33. Aber da der Minister ein bisschen überzogen hat, nämlich über 2 bzw. 2,5 Minuten, hat er sogar noch 5 Minuten. Also bitte, Kollege Naas. Wenn du überziehst, ja. Sonst nicht. Zweite Runde. Zweite Runde. Ich halte mich immer an den Präsidenten. Ja, ja, alles in Ordnung. Das ist auch immer gut. Lieber Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Vorbemerkung vielleicht zur AfD. Wir wollen den einen Verkehrsträger nicht gegen den anderen ausspielen. Und deswegen habe ich dieses Argument, was natürlich auf der Hand war, gerade nicht gebracht, nämlich das Argument Vernachlässigung der Straßeninfrastruktur. Ich glaube, dass das hier zu kurz greift. Heute reden wir über Fahrradinfrastruktur. Und dass der Minister nicht so gern Straßen baut, das sagen wir ihm an anderer Stelle. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Heute geht es um Fahrräder. So, und dann sind wir mal bei dem Thema Ihres Antrages. Ich hätte ja eigentlich erwartet, Sie haben ja sozusagen immer das letzte Wort, dass Sie jetzt die Gelegenheit mal nutzen, Ihr Programm für die nächsten 2 Jahre vorzustellen hier. Und zwar wirklich mal zu sagen, Sie haben doch alle Zahlen, Sie haben ein Riesenministerium, Sie haben eine eigene Abteilung, Sie haben hier eine AG Nahmobilität, Fachplaner neu eingestellt, pipapo. Dass Sie mal sagen, das ist mein Ziel. So viel möchte ich geplant haben bis zu diesem Stadium, so viel möchte ich gebaut haben, so viel werde ich gebaut haben. Aber dass Sie es hier damit bewenden lassen, zu sagen, wir werden 100 Fahrradkilometer in die Planung aufnehmen. Ja, das ist ein Federstrich im Ministerium, da haben Sie die in die Planung aufgenommen. Das ist doch keine Erfolgskontrolle von einem grünen Verkehrsminister, der sich zum Ziel gesetzt hat, dieses Land zu einem Fahrradland zu machen. Das ist viel zu wenig. Und wenn man natürlich solche Angst hat, dass man die eigenen selbstgesteckten Ziele nicht erreicht, ich glaube, dann wird man immer scheitern. Und deswegen würden wir Sie ja gerne an Ihren Zielen mal messen, wenn wir diese Ziele mal kennen würden.
aber den Gefallen tun Sie uns hier nicht. Sie sind äußerst ängstlich. Deswegen haben wir nicht so viel Vertrauen. Und deswegen werden wir an dem Thema Fahrrad weiter dranbleiben, auch mit eigenen Vorschlägen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie irgendwann auch die Radschnellwege zu Landesstraßen machen. Weil Kollege Eckert hat es gesagt, das ist eine originäre Aufgabe des Landes. Und die Verbände sagen es ja schon. Irgendwann, glaube ich, wird die Einsicht auch zu Ihnen kommen. Wir werden an dem Thema dranbleiben, und wir freuen uns auf die weitere Diskussion über Fahrräder mit Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, vielen Dank, Herr Dr. Naas. Der Minister hat natürlich recht gehabt. Der Kollege Naas hat in dem Fall immer recht auf eine zweite Runde. Wir sind am Ende der Aussprache des Setzpunktes der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und werden den dann nachher im Abstimmungsblock wieder aufrufen.